alguien quiere beber, que baje. Vamos a entrar en el desierto y es la última oportunidad para refrescarse. Sí, sí. Estoy muerta de sed. Apóyese, señora. Por allí. Quita, deja beber al señor. Yo le serviré. Venga. ¿Crees que voy a tragar esa inmundicia? No. Eso sería. ¡Qué alivio! Tenga más cuidado. Eso es lo que han conseguido ustedes. Perder la guerra y ahora nos toca viajar como bestias. Creíamos tener el mejor ejército del mundo. ¿Y para qué nos ha servido? Para conseguir una humillante derrota. ¿Por qué no reclama directamente al general Lee? La guerra no la he perdido yo solo. De otra manera hubieran marchado las cosas de no haber dado el mando a una partida de sinvergüenzas. No hay más que verle a usted para darse cuenta. Oiga, no se haga mala sangre. La guerra ha terminado. No me toque. En marcha, que es muy tarde. Se han soltado ya unas monedas hasta por gente andando. Señor, déjeme subir y le daré un cuarto de dólar. Me largo de aquí. Mire, señor, que es una moneda de plata. Está bien, sube. Que Dios se lo pague, señor. Alto. De momento paga tú. Sí, señor. ¡Caballos! Da. Hallo, was wollen die denn? Ganz schön in Fahrt sind die, scheinen blau zu sein. Ich trau dem Friedrich, gib den Pferden die Peitsche und halt auf keinen Fall an. Ja, los, schneller, ja, ja! Die helfen uns auf der Steigung. Wir wollen sich wohl ein Trinkgeld verdienen. Nach rechts abbiegen! Hey, was soll das heißen? Wo wollt ihr hin? Anhalten! Jack, schieß doch endlich! Jack, warum tust du nichts? Erst können vor Lachen. Ach du Scheiße. Werfen Sie das Gewehr weg, Senior. Wir sind Ihnen auf den Leim gegangen, wie zwei blutige Anfänger. So, da werden wir absteigen. Was ist denn? Sind wir schon da? Hopp, hopp, raus an die frische Luft! Ein Überfall, Banditen, entsetzlich! Kein Mucks, sonst brauchst du dich nie mehr zu rasieren. Eine verschwitzte Dicke, eine vertrocknete Dürre, ein zerlumpter Soldat und das sieht schon besser aus. Du, komm mal her. Hast du Dreck in den Ohren? Der Chef will dich sprechen. Damit du es weißt, ich habe keinen Cent bei mir. Pech für dich. Es ist immer gut, wenn man was bei sich hat. Man kann nie wissen, was passiert. Ich würde mich an deiner Stelle in Acht nehmen. Ich bin ein Mann, der in dieser Gegend einen großen Einfluss hat. Und wenn mir irgendetwas passiert, würde ich das teuer zu stehen kommen. Blöder Angeber, halt gefälligst die Luft an!
Nanu, was haben wir denn da? Nein, das ist... Hallo, oder Sie? Ein Familienerbstück. Ich sorge dafür, dass sie dich aufhängen, wenn du sie mir stiehlst. Aber wie kann man nur so misstrauisch sein? Ich bin doch kein Dieb. Du bist doch Leon Pompero. Natürlich, der bin ich. Aber Leon Pompero ist kein Dieb, sondern ein Ehrenmann. Das wirst du gleich sehen. Pedro, die Karten. Ja, Chef. Karten? Wozu? Wir spielen um die Uhr. Na los, setz dich hin. Und du? Was setzt du ein? Ich? Meine Gattin? Und meine Schwiegermutter auch noch. Na los, amigo. Vielleicht gewinnst du eine ganze Familie. Da hörst du's. Die Chance ist einmalig. Pedro gibt die Karten. Na, wie viele Karten willst du? Zwei. Los, Pedro, gib sie ihm. Für mich vier. Hier hast du vier Asse. Schnauze! Donnerwetter, vier Asse! So ein Schwein! Aber Pompero, du spielst ja falsch. Na klar! Dafür bin ich auch Bandit, du Idiot! Also, was hast du? Drei Könige. Vier Asse! Ich habe gewonnen! Nicht den Mut verlieren, Hombre! Ich gebe dir Revanche! Sehr hübsches Hemd ist das. Und der Anzug, klasse! Los, spielen wir darum! Nein! Dieser verdammte Bandit! Dafür hetze ich ihm die Sheriffs der ganzen Gegend auf den Hals. Dass mir das passieren musste. Und die Pferde haben sie auch gewonnen. Mr. Miller wird schön sauer sein. Ich kenne deinen Chef. Du bist nicht zu beneiden. Was ist in den Fässern? Wasser, Senor. Wasser für die Pferde von Mr. McGovern. Wo hast du es her? Von da. Aus dem Brunnen von Fresno, Senor. Der Brunnen von Fresno befindet sich auf einem Gebiet, das Mr. Miller gehört. Das hast du wohl vergessen, du Ratte. Nein, Senor. Der Brunnen wird von allen benutzt. So ist es immer gewesen. Verdammter Lügner, wenn dein Chef sich einbildet, dass er weiter das Wasser von Mr. Miller stehlen kann, ist er schief gewickelt. Nein, nein, tun Sie mir nichts. Wir brauchen das Wasser unbedingt, sonst verdursten unsere Pferde. Steh auf! Hau ab! No, que no se nos da el agua! Este es el primer baño de tu cochina vida. ¿No es verdad, piojoso mexicano? McGovern, du triffst noch ganz gut. Kreuzchen. Was machst du denn für ein Gesicht? Man wird doch noch einen kleinen Spaß machen dürfen. Verschwindet von meinem Land, sonst muss ich euch dazu zwingen. Du bist verdammt unvorsichtig. Erst schickst du jemanden, um Wasser zu klauen, und jetzt wirst du noch frech. Ich hätte euch beide längst abknallen sollen wie tollwütige Hunde. Dich und dein Boss, diesen Schweine und James Miller. Jetzt hat er ja endlich sein Ziel erreicht. Ich bin ruiniert, nachdem all mein Vieh verdurstet ist. Du bist selbst schuld. Warum verkaufst du dein Land nicht? Kommt, Jungs! Hey, McGovern! Ihr könnt bezeugen, dass es Notwehr gewesen ist.
Horlochse! Idiot! Was hast du dir dabei gedacht? Eigentlich müsste ich dich sofort rausschmeißen. Du weißt, ich will in 14 Tagen heiraten und jetzt musst du mich so kompromittieren. Wozu musstest du den Alten umbringen? Er war doch bereits am Ende. Ich hatte ihn so in der Hand. Geh weg! In ein paar Tagen wäre er gekommen und hätte mich angefleht, ihm die Wechsel zu stunden. Er hätte mich um einer erschossen. Und seine Ranch gehört jetzt sowieso ihm. Meinst du, ich hätte den Alten zwingen können, sie mir für einen Apfel und ein Ei zu verkaufen? Und was jetzt? Jetzt muss ich den Sheriff und den Richter bestechen, damit diese leidige Geschichte ein für allemal aus der Welt geschafft wird und McGovern's Land in meinen Besitz übergeht. Und dann vergiss nicht, dass McGovern einen Sohn hat. Er ist zwar noch Soldat, aber wenn er zurückkommt, wird er womöglich Fragen stellen. Mensch, kannst du dich nicht vorsehen? Vielleicht ist Steve McGovern auch auf dem Felde der Ehre gefallen, Mr. Miller. Ja, das wäre das Beste. Die Hochzeit findet jedenfalls zum vorgesehenen Termin statt. Ja. Wofür, Mr. Miller? Besorg Champagner. Und dass Violet nichts von diesen Unannehmlichkeiten erfährt, verschwinde. Mach nicht wieder solchen Blödsinn. Nein, Chef, Sie können sich auf mich verlassen. Los, beeil dich ein bisschen. Ja, ja. Meinst du wirklich, dass wir hier weggehen sollen? Millers Leute kommen bestimmt wieder. Es ist besser, wir verschwinden vorher. Ja. Sieh mal, José. Wer da hinten kommt? Das ist der Mr. Steve. Ja. Mr. Steve, endlich sind Sie wieder zurück. Miguel, was ist denn hier los? Wo ist mein Vater? Wenn Sie doch nur ein bisschen früher gekommen wären. Was heißt das? Was ist mit meinem Vater? Wer ist es gewesen? Marvin hat ihn erschossen, auf Befehl von Miller. Aus welchem Grund? Weil er sich geweigert hat, seine Ranch zu verkaufen. Es war Mord. Aber gegen Miller kommt niemand an. So meinst du. Sattle mir ein Pferd. Morgen. Sie sind alle im Haus und lernen tanzen. Tanzen wozu? Senior Miller feiert Hochzeit, Senior. Wir brauchen nicht tanzen zu lernen. Auf einer Beerdigung wird nicht getanzt. Aber Senior, was soll das? Wenn Mr. Miller das erfährt, kann das sehr unangenehm für Sie werden. Eins, zwei, drei und den Partner wechseln. Eins. Zwei, drei und gut so. Eins, zwei. Wo steckt Morgan, du Hopskäse? Ah! Was wünschen Sie, Mister? Ich will tanzen lernen. Hier, Jungs. Mr. Miller! Was ist los? Was soll die Schießerei? Er ist da! Wer? Der Sohn von McGovern! Was? Ja. Wirst du wohl hierbleiben, du Feigling! Morgan! Mach auf! Ja.
bist du? Was ist denn mit Ihnen los, Miller? Steve McGovern ist wieder zurück. Er hat Morgan erschossen und jetzt ist er hinter mir her. Steve McGovern, seien Sie unbesorgt, Miller. Wir beschützen Sie schon. Hierher wird er sich wahrscheinlich nicht trauen. Kommen Sie, wir gehen in mein Büro. Schnell. Vorwärts, Sheriff. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Natürlich, Mr. Miller. Da kommt er. Er reitet weg. Das glaube ich nicht. Der ist genauso stur wie sein Vater. Der gibt nicht auf. Los, was willst du von mir? Du feiger, hinterhältiger Mörder! Ich habe nichts damit zu tun! Ich schwöre dir, ich war es nicht! Du hast meinen Vater auf den Gewissen! Ich habe nicht umgebracht! Verdammter Lügner! Ich morgen war es, glaube ich, habe nie etwas gegen deinen Vater gehabt! Ich schwöre es dir! Du wolltest ihn ruinieren und hast ihn auf gemeinste Weise erpresst, du Flucher! Halt, McGovern! Worauf warten Sie denn, Sheriff? Schießen Sie doch! Dich erwartet was anderes. Der Galgen. Steh auf und gib den rechten Arm her. Wir machen eine kleine Reise. Wo bringt ihr mich hin? Zum Gericht nach El Paso. Da wissen Sie, wie man mit solchen Malunken wie dir umgehen muss. Streck um den Hals und fertig. Warte hier. Hey, Dickwanz, komm her. Gib deinen linken Arm her. So, kommt. Hey, wir kennen uns doch. Leon Pompero, der berühmte Bandit. Caramba, amigo. Bist du auch vom Vater Tugend abgewichen? Man sagt es. Vorwärts. Bravo, ein Whisky für unterwegs.
Ja, und draußen wartet eine bequeme Kutsche mit 4 Vollblütern auf euch, Strolche. Los, bewegt euch! Sag mal, hast du zufällig einen Glimmstängel für mich? Ich kann dir nur den Strick anbieten, der in El Paso auf mich wartet. Willst du ihn haben? Nein, danke. Für mich schon einer reserviert. Los, ihr müden Säcke, beeilt euch gefälligst! Einem Todeskandidaten darf man die letzte Zigarre nicht verweigern. Gott vergelt's. Raus mit dir! Los! Dass ihr euch unterwegs ja nicht einfallen lassen, krummes Ding zu drehen. Wo denken Sie hin, Sheriff? Mein Motto ist immer mit der Ruhe und einer dicken Zigarre. Sie haben nicht das Geringste zu befürchten. Was ist mit deinen Leuten? Oh, die sind gut aufgehoben. Sie haben für den Winter ein Dach über dem Kopf. Im Gefängnis. Wie haben sie dich eigentlich geschnappt? Weißt du, jeder Mensch möchte doch gern weiterkommen. Das kannst du doch verstehen. Sicher. Na also. Und da habe ich den Fehler gemacht, von Hühnern auf Pferde umzusteigen. Und zwar auf Pferde von Mr. Miller. Aber der Kerl hat leider was dagegen gehabt. Was sagst du dazu? Dann haben wir ja beide einen Grund, uns bei Mr. Miller zu bedanken. Marsch! Ja, was sagst du zu den Vollblütern? Und keine Kutsche. Verdammte Scheiße! Sheriff, Sie haben uns doch eine Kutsche versprochen! Ein bisschen, das macht schlank. Oh, Sheriff, Moment mal, kleines Augenblickchen. Was willst du? Hören Sie, Sheriff. Die ganze Aufregung und die Hitze ist mir auf den Magen geschlagen. Ich brauche dringend mal eine Pause. Sonst scheiße ich mir die Hosen. Versuch ja keine faulen Tricks, sonst puste ich dir ein Loch ins Hemd. Bitte, Sheriff, ich platze gleich. Na schön, geh jetzt raus aus der Hose. Ich denke nicht dran, neben ihm zu stehen, wenn er kackt. Du kannst ja die Nase zuhalten. Hör mal, du gemeiner Egoist. Du bist schuld, wenn ich mir in die Hosen mache. Du kackst mich kreuzweise. Aufhören! Oh Gott, Sheriff, jetzt ist es passiert. Beim Versuch zu fliehen hat es gebomst. Tom, halt den Mexikaner im Auge. Okay, Sheriff. Oh, viel Vergnügen. Die Jungfrau von Guadalupe wird es Ihnen danken. Geben Sie noch ein Meterchen zu, Sheriff. So komme ich nicht in die Hocke. Hoffentlich war das kein Fehler. Dem verdammten Halunken kann man nicht über den Weg trauen. Sie sind durch Ihren Beruf verdorben. Sag ihm, er soll das Gewehr wegwerfen. Vorwärts, sonst bist du selber dran. Hörst du nicht zu, was er sagt? Wirf das Gewehr weg! Den Revolver auch. So, das hätten wir geschafft. Es geht doch nichts über eine gesunde Verdauung. Was hätte dir so gepasst, Sheriff, uns nach El Paso zu bringen, damit sie uns dort aufknöpfen? Sammle die Waffen ein. Hey, du, komm her. Die Pferde nehmen wir. Vamos, vamos. Ich komme wieder zurück. Und dann werde ich mit Miller abrechnen. Und mit all seinen Spießgesellen. Grüßt Mr. Miller von mir. Warum heulst du denn, du Rotznase? Ich weiß zwar nicht seinen Vornamen, aber er ist bestimmt ein Pompiro. Stimmt's? Na, ist ja gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Sehen? Hör mal, Lupe. Als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, hatten wir nur 7 Kinder. Wie ist das möglich? Zum letzten Mal hast du dich vor 4 Jahren hier sehen lassen. Vergiss das nicht. Eben deshalb. Damals waren es 7, aber jetzt sind es 10. Es soll schon mal vorgekommen sein, dass einer mit einem Schuss 3 Treffer gemacht hat. 3 Treffer? Schaffst du auch 3 Treffer? Ja, vielleicht, aber so gut wie dein Vater bin ich nicht. Lupe, du hast mich überzeugt und ich möchte dir sagen, dass ich froh bin, mal wieder bei euch zu sein. Alter Lügner. Doch, ich schwöre dir's. Ich habe nur an dich gedacht. Frag ihn, er wird's dir bestätigen. Kommt, Kinder, ich glaube, wir sind hier überflüssig. Hm? Na schön. Wir das Dutzend voll machen. Oh. Also, wer von euch als erster am Brunnen ist, der kriegt diesen Orden. Oh ja! Los! Kommt! Schnell, schnell! Etwas leuchtender die Farbe. Mein Name muss jedem, der an den Ort kommt, sofort auffallen. Mr. Miller, sehen Sie mal, was ich hier habe. Steve McGowan ist auf den Transport geflohen. Zusammen mit diesem Banditen Pompero. Wie wäre es, wenn ich Ihren Namen grün mache? Ach, scher dich zum Teufel. Es gibt nur einen, der den Burschen unschädlich machen kann. Frag sofort in allen Orten mit Telegrafenbüros an, ob man weiß, wo Gregory steckt. Okay, Mr. Miller. Ich möchte ja nicht neugierig sein, aber meinen Sie den berühmten Revolverhelden? Ja, den meine ich. Herein! Was ist los? Ich muss dich einen Augenblick sprechen. Ich hab was gegen Brummer. Also, was willst du, Todd? Darf ich mir erst mal eine ins Gesicht stecken? Scheint ja eine gute Nachricht zu sein, dass du so vergnügt bist. Da ist ein Telegramm gekommen von einem gewissen Miller aus Tombstone. Du sollst zu ihm kommen. Miller? Der Boss von Miller und Company? Ja, ich glaube, es geht um den Kopf von diesem Banditen Pompero. Ah, der mexikanische Dickwanst. Außerdem scheint er noch Ärger zu haben mit einem gewissen Steve McGovern, einem ehemaligen Südstaatenoffizier. Das riecht nach Dollars, meinst du nicht? Okay, Todd, sagt Johnny und Murdy, sie sollen sich fertig machen. Wir reiten los. Llegaron 4 hombres a caballo. No os mováis de aquí. Qué buen olor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? ¡Fuera de aquí! ¿Me permites? ¿Dónde está tu marido? ¿Mi marido? ¿Quién es mi marido? Ya ni me acuerdo de su cara. Hace más de 4 años que ni le veo. ¿Cuántos años tienes? Pepito. 4 años, señor. ¿Por qué lo pregunta? ¿Y ha ganado una medalla en la guerra? Murdy.
¿Dónde están tu marido y ese soldado? No lo sé. ¿No querrás que haga daño a tus hijos? No, no, señor. León se marchó anoche con su amigo, hacia México. No sé más, señor. Was hast du? Sieh mal. Ist das eine Kneipe? Ja, und was für eine. Ich habe vor 20 Jahren mal was mit der Wirtin gehabt. Josefa heißt sie. Sie war scharf wie ein Rasiermesser. Was ist diesmal los? Wie kannst du sowas sagen? Nur die Sehnsucht hat mich hergetrieben. Du bist doch schneller als ein Pferd läuft. Ich habe noch nie in meinem Leben gelogen. Darf ich dir einen alten Freund vorstellen? Das ist Johnny Slater. Tag. Ich kenne ihn. Du kennst ihn? Woher denn? Sein Name ist Steve McGovern. Hat man Worte, das ist der Fortschritt. Kaum klaut man irgendwo ein Pferd, schon weiß es die ganze Welt. Sie finden irgendwo ein Foto von dir, kleben es auf einen Steckbrief und zack, hängt überall dein Porträt. Als ob du der Präsident der Vereinigten Staaten wärst. Er hat aber nicht nur ein Pferd geklaut, dein Freund. Ich gebe euch den guten Rat, macht euch schnell wieder auf die Socken. Wenn du uns wegjagst, hättest du die Steckbriefe auch nicht hinter dem Bild der Jungfrau zu verstecken brauchen, sondern gleich hier im Salon aufhängen können. Schafskopf, glaubst du, ich würde einen alten Freund ans Messer liefern? Wie kannst du mir sowas zutrauen? Aber ich habe eine Kneipe, vergiss das nicht. Da unten sitzen sicher Leute, die scharf auf die Belohnung sind. Reitet lieber weiter. Ich glaube, Sie haben recht, aber unsere Pferde brauchen Ruhe. Sobald sie sich wieder erholt haben, verschwinden wir wieder. Okay. Ich lasse euch was zu essen rausbringen. Aber dann... Verstanden, Jungs? Natürlich, natürlich. Leon. Leon! Was ist los? Zieh die Stiefel an und geh spazieren. Ich? Warum? Sei doch nicht so anspruchsvoll. Als ich so alt war wie du, haben wir das auch ohne Bett gemacht. Verdrück dich. Meine Rücksichtslosigkeit, mich deshalb im Schlaf zu stören. Wenn du wirklich mein Freund bist, haust du jetzt ab. Augenblick, Augenblick, meine Stiefel. Die kannst du draußen anziehen. Moment, darf ich wenigstens meinen Hut mitnehmen? Na, Sie können sich auf was gefasst machen, Gorilla. Er scheint es verdammt nötig zu haben. Raus mit dir. Ja, ich gehe ja schon. Ein schöner Freund bist du. Nur kein Neid. Wer kann, der kann. Tun. Kann man da nirgends in Ruhe schlafen? Was ist mit dir los? Hast du einen brennenden Strohwisch am Arsch? Schnell zieh dich an, Gregory ist da, der Kopfgeldjäger. Das kann mich nicht gerade. Sei vernünftig, Steve. Glaubst du, der sucht uns? Der ist immer hinter irgendjemand her. Der hat das auf unseren Skype abgesehen. Das ist aber gar nicht nett von ihm. Vielleicht ein andermal. Schade. Behalte die Ausgänge im Auge. Wir werden schon rauskommen. Okay. Thank you.
Ich hab Durst, bring mir was zu trinken. Vorsicht! Da gehen wir lieber nicht durch. Doch, da drüben scheint's rauszugehen. Probieren wir es mal. Mr. Steve McGovern, Senor Leon Pampero. Verdammte Scheiße! Zeigt mir mal eure lieben Gesichter. Die sind viel Geld wert. Aber Senor, da muss eine Verwechslung vorliegen. Für meine Haut kriegen Sie keinen müden Cent. Seien Sie vernünftig, ich bitte Sie. Stecken Sie Ihr Pusterohr wieder ein. Spar dir deine Worte. Ich falle auf deine faulen Tricks nicht rein. Wir haben alles durchsucht, drin sind Sie nicht. Idioten! Sie sind direkt an eurer Nase vorbeigelaufen. Kommt! Runter! Weg hier! Was soll das? Der hat wohl einen Vogel. Suchst du Stumpf? Ach, reg dich ab. Wenn wir die noch ein bisschen anwichsen, können wir abhauen. Na, dann wollen wir mal. Und Tom, glaubst du vielleicht, du kannst mich bescheißen, du Armleuchter? Du? Was soll das? Bist du verrückt geworden, Billy? Schämen Sie sich, Jungs. Zwei gegen einen. Hör auf, den Scheit muss ich eintrinken. Entschuldige, wach doch auf! Das habe ich nicht gewollt! Wer war das? Oh, irgend so ein Arschloch. Komm. Schnell, mach schon! Komm, Schätzchen, das ist nichts für kleine Mädchen! Meine Herrschaften, Miller und Company hat keine Kosten gescheut, um Ihnen auf Ihrer Reise Abwechslung zu verschaffen. Wollt ihr wohl Platz machen, ihr Flegel? Schlagt ihr euch nicht eine Dame zum Lässchen, hau ab! Oh,
Vorsicht! Hey, hey! Ach, du dickes Ei! Idiot, kannst du nicht aufpassen? Man hat doch noch Nerven. Warum steigst du nicht aus? Willst du nichts trinken? Nein, danke. Ich habe keinen Durst. So, abfahren, Leon! Ja! Mein Wagen! Ein alten Himmelbusch und Wolkenbusch und wieder diese Pompero! Hab dich nicht so, Idiot! Johnny, hinterher! Ja! Ja! Na los, worauf wartest du? Darauf! Halt! Nur nichts übereilen, Todd. Die kriegen wir schon eines Tages, wenn sie es am wenigsten erwarten. Oder willst du dir etwa so ein Ding einfangen wie der da? Ja! Wo willst du denn hin? Beide brauchen dringend Ruhe. Oh. Oh. So, sie haben es aufgegeben. Da kennst du Gregory schlecht. Wenn du denkst, du bist ihn entfernt, mal los, da liegt er plötzlich neben dir im Bett. Neben mir bestimmt nicht, denn ich schlafe heute Nacht in der Kutsche und da ist er wohl kaum drin. Hoffentlich hast du dich nicht geirrt. Sieh mal nach! Was ist denn los? Erstaunlich, aber... Oh, Gregory ist es jedenfalls nicht. Die Kleine ist mir auch lieber. Ihr schmutzigen Banditen! Bringt mich sofort wieder zurück zur Station! Das ist leider nicht möglich. Was soll das heißen? Ich verlange, zurückgebracht zu werden. Ihr habt kein Recht, mich festzuhalten. Solche Strauchdiebe wie ihr gehören aufgehängt. Und wenn ihr nicht sofort kehrt macht, sorge ich dafür, dass... Nur keine Aufregung, ganz ruhig. Wir haben genug mit unseren Sorgen zu tun und möchten ihretwegen nicht noch mehr Schwierigkeiten haben. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sie bringen mich auf der Stelle zurück! Finden Sie nicht, dass das ein bisschen viel verlangt ist? Sei vernünftig, Ombre. Wir verlieren nur unnötig Zeit. Lass die blöde Ziege hier und ab durch die Mitte! Schämt ihr euch nicht, die Halunken? Ihr könnt mich doch nicht einfach hier in den Bergen zurücklassen! Oh doch, Senorita! Glauben Sie etwa, wir haben Lust, mit so einer Giftnudel durch die Gegend zu ziehen? Los, steigen Sie aus! Moment mal, Leon. Wir werden schon eine Lösung finden. Zuerst suchen wir einen Platz, wo wir übernachten. Ach, du bist ein verdammtes Rennvieh. Wäre ich dir doch bloß nie begegnet. Die Weiber bringen nur Unglück. Hör auf mich, ich habe meine Erfahrung. Hier, bring der Kleinen was zu essen. Oh.
Hoffentlich erstickt sie nicht dran. Was? Leon Pompeo ist der beste Koch der Welt. Ich sag dir, sie wird darüber herfallen wie eine siebenköpfige Raupe. Na denn, Mahlzeit. Nehmen Sie die Hände hoch. Tut mir leid, aber dann würde Ihr köstliches Menü in den Dreck fallen. Tun Sie gefälligst, was ich sage und lassen Sie die dummen Witze. Wenn Sie meinen... Ja. Vorsicht hier! So eine gemeint. Sie haben mich erschossen! Oh, immer auf die Kleinen. Und ich, gutmütiger Idiot, mache Ihnen auch was zu essen. Die Schlange hat in die Brust gebissen, die sie nährt. So ein gefährliches Luder. Hier, sieh mal Blut. Wie soll ich mit dem ganzen Arsch jetzt im Sattel sitzen? Meiner Kerl! Verlassen Sie sich darauf, dafür kommen Sie lebenslänglich hinter Gitter. Ihr werdet noch an mich denken. Wenn mein Verlobter das erfährt, könnt ihr euch was gefasst machen. Gibt es auf der Welt wirklich jemanden, der den Mut hat, sich mit dieser Kratzbürste einzulassen? Jawohl, den gibt es, auch wenn Sie es nicht glauben. Einer der wichtigsten und einflussreichsten Männer der Gegend. Er heißt James Miller. James Miller. Das ist guter Witz. Hey, warum lachst du? Ich finde, die junge Dame kann stolz sein auf ihren Verlobten. Er ist nicht nur ein wichtiger Mann, sondern auch ein Mörder. Ya te lo decía yo. Es más peligrosa que una víbora. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, empezaría a preocuparme por mi piel. Tengo en mis manos el mejor negocio de mi vida y por tu culpa se va a ir todo a paseo. O por culpa de Sabata. ¿Ese te está buscando a ti? No a León Pompero. La chica puede ser nuestra salvación, pero hay que pensar bien la jugada. Sí, y mientras la piensas a correr. Llevas 6 caballos que galopan por ti, así que no presumas. Oye, ¿y cuánto crees que nos van a durar? No tenemos comida ni dinero, pero eso sí... ¿Otra boca que alimentar? ¿Y qué boca, gringo? ¿No se conforma con cualquier cosa? ¡Maldita sea! Bueno, pues si es necesario, vendemos un caballo y solucionado. Wo hast du das Pferd her? Ein Pferd, Senior? Ich besitze nur Esel. Das können Sie doch deutlich sehen, an den langen Ohren. Und was hat der für Ohren? Der? Ach so, ja, der. Ja, die sind natürlich kürzer, aber... Como llovió tanto últimamente, pues, se le mojaron las orejas y se le encogieron un poquito. Pero no es un caballo, señor. Es un burro como los otros. Mucho más fuerte y mucho más alto. Pero es de puro machote. Halt's Maul. Hier brauchst du nichts vorzulügen. Chef, sieh mal, er trägt das Brandzeichen von Mr. Miller. Sie haben es dem Burschen verkauft. Jetzt haben Sie wieder eins weniger. So werden Sie nicht allzu weit kommen. Murdy, nimm's mit. Señor, me obligaron a comprarlo, señor. Mi compadre León Pompero tiene muy malas pulgas y el otro un revólver así de grande que...
mejorando lo presente, señor. Y ella, la chamaca, se había empeñado en comer pechuguitas de faisán por aquello de lo que se come, se cría. Sí, señor. Adiós. Adiós, rey. Adiós, $20. Wir müssen uns beeilen, Steve. Ja. Es wird bald dunkel. Verdammt, das schwöre ich dir. Nie wieder verkaufe ich ein Pferd. Eher verkaufe ich das Weibstück. Und wenn sie Hunger hat, dann soll sie Gras fressen. Das passt zu dieser Ziege. Vorwärts, sie bewegt sich. Los! Du, die will abhauen. Halt! Anhalter! Anhalter! Doch, die sind wir ein für alle Mal los. Halt doch mal die Schnauze. Ich habe ja gleich gesagt, wir wollen sie lieber nicht mitnehmen. Jetzt müssen wir auch noch ein Grab schaufeln. Ein Grab? Es ist mir zu viel Arbeit. Was? Du willst nicht etwa, dass sie die Geier fressen? Die armen Viecher, die würden an Vergiftung sterben. Sie Rohlinge! Ruhig, sie leben noch? Ah! Versteck sie! Sieh mal, Jack, das ist doch unsere Kutsche. Oder träum ich? Das sind jedenfalls die Überreste. Na, dann wollen wir es uns mal ansehen. Vorsicht, vielleicht haben sich die Banditen hier irgendwo versteckt. Du siehst doch, dass niemand zu sehen ist. Komm ruhig, die sind bestimmt abgehauen. Hm. Hörst du nichts? Da hat doch jemand geschrien. Quatsch, das war sicher ein Vogel. Na? Oh! Komm mal schnell her, du wirst Augen machen. Französischer Cognac, Hummer-Mayonnaise, Kaviar, Champagner. Ein richtiges Fest. Wirst du wohl deine dreckigen Finger da wegnehmen? Wirf mal! Hände hoch! Jetzt könnt ihr euch umdrehen. Oh, bist du schon wieder da? Selbstverständlich. Leon Pompeiros überall, wie die Luft, wie die Sonne. Und da ihr schon mal hier seid, könnt ihr uns helfen, die Kutsche wieder flott zu machen. Das tut ihr doch gern, hä? Also an die Arbeit. Holt das Rad und steckt es wieder auf die Achse. Vamos! Vamos! Kommt nicht etwa auf die Idee abzuhauen. Da sind wir empfindlich. Hör auf, Jack, das ist sinnlos. Halunken, Banditen, Halsabschneider, Mörder, Strauchdiebe! Ach, hör doch auf! Diese Mistkerle uns hier sitzen zu lassen. Und wer bringt das jetzt Mr. Miller bei? Wo ist euer Chef? Erster Stock, zweite Tür. Ah!
Was soll das? Das nächste Mal klopfen Sie an, bevor Sie reinkommen. Ich bin ein bisschen nervös. Hören Sie mal, Gregory, ich habe Sie nicht engagiert, damit Sie Herr Fettlebe machen. Oh, ich bin nun mal ein Mensch, der Wert auf gewissen Komfort legt. Das Frühstück ist das Wichtigste. Ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die 24 Stunden im Sattel sitzen. Das kommt nicht in Frage. Aber Violet ist in der Gewalt der beiden Banditen. Es geht ihr bestimmt nicht schlecht. Hier, sehen Sie sich das mal an. Das ist eine Liste der Hotels, in denen Sie abgestiegen sind und was Sie für hübsche Sachen verzehrt haben. Französischer Champagner, Kaviar und alle möglichen Delikatessen. Sie haben den Auftrag, Violet zu befreien und die beiden Schweinehunde zu erschießen. Dafür werden Sie bezahlt, Gregory. Hier sind noch mal 1000 Dollar. Ich will, dass Sie sie möglichst schnell erledigen. Nur keine falsche Hast, Miller. In einer Woche liefere ich Ihnen die beiden frei Haus. Einverstanden? Gut, in einer Woche. Aber kommen Sie mir nicht wieder mit einer dämlichen Hotelliste oder sowas. Ich habe keine Lust, mein Geld zum Fenster rauszuwerfen. Merken Sie sich das gefälligst. Sekunde noch. Darf ich Sie informieren, dass die drei immer getrennte Zimmer verlangen? Ich hoffe, das wird Sie ein wenig beruhigen. Ihre Ehre wird auf keinen Fall angetastet. Schon gut. Eine Woche, Gregory. Verzeih mir. Ich tue es bestimmt nicht gern. Aber du hast einen gebrochenen Fuß und sollst nicht leiden. Verstehst du? Sieh mich nicht so an! Gib her. Man muss das arme Tier von seinen Schmerzen erlösen. Ich tue es ebenso ungern wie du. Vielen Dank, Steve. Schon gut. Komm schon. Wir müssen weiter. Ich habe nicht die geringste Absicht. Ich will nicht zu Fuß gehen. Und ich verlange, dass ihr mir das Pferd gebt. Außerdem bestehe ich darauf, dass der Koffer mitkommt. Leon, hast du Lust, ihren Koffer zu tragen? Von mir aus kann sie Wurzeln schlagen. Also, dann auf Wiedersehen. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie mit. Wenn nicht, dann lassen Sie es bleiben. Endlich kommst du zur Vernunft. Ja, bist du nun zufrieden? Und jetzt suchen Sie ein paar andere Idioten. Vorwärts, auf! Worauf wartest du? Küss sie! So, die hast du verdient. Hör mal, hast du immer noch nicht genug, du Biest? Steve, wir werden allmählich prominent.
Reiß es ab, das ist besser. So, was bin ich schuldig? Einen schönen guten Tag. Guten Tag, Gentlemen. Sehen Sie sich nur um. Der Meter kostet 85 Cent. 85 Cent? Das ist ja enorm. Die Preise steigen ja von Tag zu Tag. Ja, dafür können wir auch noch. Allererste Qualität. Und wenn das so weitergeht, wo soll denn das hinführen? Ich werde es mir überlegen. Ich komme morgen wieder. Womit kann ich Ihnen dienen? Wir brauchen verschiedene Lebensmittel. Hoffentlich haben Sie sowas da. 10 Büchsen Kaviar, 20 Kisten Bordeaux, Schinken, Lachs und Champagner, französische natürlich. Entschuldige, Schätzchen. Ich habe die Aufstellung unserer Einkäufe unserem Diener übergeben. Jeremias! Achtung, wenn er den Steckbrief gesehen hat, erkennt er bestimmt dein Gesicht. Das ist Jeremias. Sie werden bestimmt zufrieden sein. Man findet in dieser Gegend nur wenige Feinschmecker, die für diese Delikatessen etwas übrig haben. Bei mir werden Sie bestens bedient. Ich werde sofort alles zusammenstellen. Fehlt ihm was? Mein weißer Zahn. Was? Ja, mein weißer Zahn kommt durch. Ah, da habe ich genau das Richtige für Sie. Eine Whisky. Ja, her damit, her damit. Vielen Dank, dass Sie uns nicht verraten haben. Freuen Sie sich nicht zu früh. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Dann warten Sie nur weiter. Hallo, Mister. Na nun, wir kennen uns doch. Oh. Natürlich, jetzt erinnere ich mich. Wir sind doch neulich zusammen in der Postkutsche gefahren. Erinnern Sie sich noch, wie die Banditen uns überfallen haben? Dieser verdammte Mexikaner hat mir nur meine Unterhosen gelassen. Und meine schöne Uhr hat er mir geklaut. Ah, der soll mir noch mal über den Weg laufen. Sie müssen mich verwechseln. Nein, nein, ich erinnere mich sogar an Ihren Namen. Sie heißen Steve McGovern, na stimmt's? Ich sage Ihnen noch mal, dass Sie mich verwechseln, ist das klar? Steve McGovern? Das ist doch der Mann, der überall gesucht wird, zusammen mit einem mexikanischen Mörder, einem gewissen Leon Pompeo. Der ist kein Mörder! Woher wissen Sie das? Weil ich Leon Pompeo bin! Haben Sie das gehört? Setz dich dahin, du Schafskopf! Und wenn du Dummheiten machst, schieße ich dir die Nase weg! Keine faulen Tricks, sonst ist deine Frau Witwe. Wir wollen die Angelegenheit doch in aller Ruhe erledigen. Das Mädchen haut ab! Um Gottes Willen, mein Laden! Ich bin ruiniert! So, wen haben wir denn da? Halt! Sieh mal, sie haben sie geschnappt. Bleib hier, sie tun ihr bestimmt nichts. Komm mit, wir müssen weg von hier. Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich los! Hilfe! Lass sie los, Kopf! Lass mir das Braut! Entschuldigen Sie sein Benehmen, Miss. Wir wollten Sie nur retten. Vor den beiden Banditen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wer sind Sie überhaupt? Wir arbeiten für Mr. Miller. Sagen Sie mir, wo die beiden Verbrecher sind, Miss Violet. Da drin. Pass auf Sie auf dort. Wo sind die beiden? Woher soll ich das wissen? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Was war denn hier los? Eine Katastrophe. Eine Erdbeben. Wo ist Violet? Ach, lass sie doch. Wir müssen abhauen. Sieh mal, da steht ein Pferd. Halt, Steve! Vorsicht! Ich möchte wissen, warum sie nicht mehr schießen. Komm! Ah!
Verdammt, jetzt haben sie uns doch erwischt. Jetzt wären wir wieder so weit wie am Anfang. Du hast sogar versucht, den beiden Mördern zu helfen. Die beiden sind keine Mörder. Hör zu, ich habe ein Vermögen ausgegeben, um dich zu retten. Hört auf, euch zu streiten. Das wird eine wundervolle Hochzeit werden. Hast du dir schon die Geschenke angesehen, die im Salon liegen? Nein, die Lust daran ist mir vergangen. Ich muss immer daran denken, was er mit den beiden armen Kerlen vorhat. Na, ist das nicht gemütlich? Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt, du Wanze. Pui! Habt ihr ihn fest angebunden? Ja, der kann sich nicht bewegen. Ich bin zwar ein bisschen aus der Übung, aber es wird schon nicht schief gehen. Während du dich mit dem Rad drehst, werde ich schießen. Aber du brauchst keine Angst zu haben, ich schieße nicht auf dich. Nein, der Witz ist der, die freien Speichen des Rades zu treffen. Wenn ich allerdings mal daneben schieße, dann tut es ein bisschen weh. Kannst du die Nummer nicht mit jemand anders machen? Warum gönnst du ihm seinen Spaß nicht? Hast du die Hosen voll? Feiger Hund! Na warte einmal, kommt doch für dich die Stunde der Wahrheit. Dann werden wir ja sehen, wer die Hosen voll hat. Mörder! Jetzt ist Schluss. Oh! Mach mich doch los, damit ich dir eins in die Fresse hauen kann! Bedank dich lieber bei Gregory, dass er dir nicht ein paar Löcher in deinen dicken Wanst geschossen hat. Du falscher Hund! Häng du dich doch mal hierher! Sehr amüsant, kann ich dir sagen! Ja. Los! Nochmal! Nochmal? Ja, es hat dir doch so gefallen! Jetzt bin ich an der Reihe. Dieses Milchgesicht? Und wenn er daneben schießt, dann muss ich mir ein neues Hemd machen! Endlich habe ich Gelegenheit, mit dir abzurechnen, McGovern. Du wagst dich wohl nur an Wehrlose. So kriegst du mich nicht klein. Du zerschlägst dir nur deine Hände. Ruf deine Henker, damit sie mich umbringen. Genauso feig und hinterlistig wie mein Vater. Du selber machst dir ja die Finger nicht gern schmutzig. Die beiden haben 10-mal den Tod verdient. Wenn du das glaubst, dann töte sie. Aber du behandelst sie, als ob sie Tiere wären. Ich finde das unmenschlich, James. Halt dich da raus, Violet. Das hier ist meine Angelegenheit. Dieser Schuft und sein Kumpan sind schlimmer als Tiere. Sie verdienen kein Mitleid. Wir müssen hier raus. Miller wird uns nie für ein ordentliches Geld stellen. Er hat gesagt, dass ihr ein neuer Sheriff ist. Vielleicht ist er von Miller noch nicht bestochen und glaubt ja, dass du unschuldig bist. Dann beweg dich, Dicker, sonst sind wir übermorgen noch hier. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr, Amigo. Nimm dich zusammen, du musst es schaffen. Ich kann nicht mehr. Steve, ich bin völlig am Ende. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Sie bekommen noch mal $1000. Ich kann mir schon denken, was Sie wollen. Aber sowas kostet mindestens 5000. Das ist ja Erpressung. Ich bin Kopfjäger und kein Mörder, der Wehrlose abknallt. Sie wissen, dass die beiden steckbrieflich gesucht werden. Wenn Sie sie also umlegen, leisten Sie den Justizbehörden einen Dienst. Wenn Sie nicht wollen, muss ich es selbst tun. Ja. Ich glaube kaum, dass Sie sich das leisten können, Miller. Ich habe gehört, der neue Sheriff interessiert sich für die Umstände, unter denen der alte McGovern erschossen wurde. Das kann er von mir aus tun. Auf die beiden Halsabschneider wartet der Galgen. Warum wollen Sie dem Henker die Arbeit nicht abnehmen? Seit wann sind Sie eigentlich so zimperlich?
Die zwei sind doch schon so gut wie tot. Auf dem Steckbrief steht doch tot oder lebendig. Ihnen wäre natürlich lieber tot. Aber das kostet, sagen wir, 7.000. Sie haben doch vorhin gesagt 5.000. Vergessen Sie nicht, das Land des alten McGuffin ist mit dem Wasser aus Ihrer Quelle ein Vermögen wert. Da dürfte es doch für Sie leicht sein, den Verlust wieder reinzuholen. Also sagen wir 10.000. Wo willst du hin? Was hast du vor, Violet? Ich weiß, du wirst ihnen helfen, aber das sind Mörder. Tante, geh in dein Zimmer zurück. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wenn James etwas merkt, wird er dir das nie verzeihen, dann ist es aus zwischen euch. Das ist mir egal. Bind sie da an! Okay, Chef. Was ist denn los? Da war jemand. Sieh mal, der hat uns losgeschnitten. Wer war das? Keine Ahnung, ich habe nur noch seinen Arsch in der Tür gesehen. Vamos, raus in die frische Luft! Das ist ja ein tolles Ding. Ich verstehe überhaupt nichts. Jemand will, dass wir fliehen. Deshalb hat er die Fähre dahingestellt. Leon! Komm! Ihr dürft nicht fliehen. Das Ganze ist eine Falle. Eine Falle? Ja. Hast du unsere Fesseln durchgeschnitten? Ich wollte es. Aber einer von Gregorys Männern ist mir zuvor gekommen. Du bist doch nicht so dumm, auf dieses Mädchen reinzufallen. Schnell weg, bevor es zu schreit. Langsam, Leon. Vielleicht hat sie wirklich die Wahrheit gesagt. Sobald ihr aus der Tür tretet, will Gregory euch abknallen. Er riskiert nichts dabei, weil er sagen kann, dass zwei steckbrieflich gesuchte Verbrecher fliehen wollen. Sich gemeinsam mit Miller diesen sauberen Plan ausgedacht. Das sind zwei Herzchen. Hinter dem Haus habe ich zwei Pferde. Kommt mit. Nur zwei? Ja, nur zwei. Natürlich. Ich hatte ganz vergessen, dass du heiraten willst. Nachdem ich jetzt weiß, was Miller für ein Mensch ist, werde ich ihn nicht heiraten. Ich fahre wieder nach Hause zurück. Mein Vater wird bestimmt damit einverstanden sein, wenn ich ihm erzähle, was hier vorgefallen ist. Schon und ihm gut, sage... darüber könnt ihr später sprechen. Ich will raus aus dieser Mauserfalle. Vamos! Nett von der Kleinen. Ich finde, Sie übertreiben ein bisschen. Ich will die zwei endlich vom Hals haben, verstanden? Sobald Sie aus der Tür treten, sind Sie mausetot. Das Ganze ist doch eine Spielerei. Dafür habe ich nicht das viele Geld ausgegeben. Es macht mir keinen Spaß, jemanden in den Rücken zu schießen. Außerdem möchte ich Ihnen für das viele Geld, das Sie ausgeben, etwas Besonderes bieten. Ich finde, darauf haben Sie Anspruch. Darauf kann ich gern verzichten. Vielleicht weiß man im Ort schon, dass wir die zwei erwischt haben. Ich will nicht, dass uns der neue Sheriff dazwischen kommt. Wie lange wollen wir hier noch warten? Todd, Murdy. Komm, Murdy. Hast du mal Feuer, amigo? Halt! Eintrittsverbot! Sie sind weg. Da sind sie. Halt, Chef, da sind sie doch gar nicht. Donnerwetter, die sind aber zäh. Sie Hornochse, die beiden sind uns wieder entwischt. Unmöglich. Das ist ganz ausgeschlossen, Miller. Nicht mal die Seele eines Menschen, den ich voll Bleipumpe, kann doch zum Himmel aufsteigen. Sehen Sie doch hin, sehen Sie doch hin, Sie aufgeblasener Quatschkopf. Überzeugen Sie sich davon, wem Sie den Bauch voll Blei gepumpt haben. Äh,
etwas aber ungemütlich. Die beiden haben uns gerade noch gefehlt. Ja, sie haben die Pferde gefunden. So ein Pech, Steve. Was machen wir jetzt? Sei unbesorgt. Die Pferde kriegen wir schon. Kommt. Sieh mal, Benito. Was? Das ist doch die Verlobte von Senor Miller. Tatsächlich. Sollen wir auf sie schießen? Wir haben Befehl auf jeden. Ja! Ich komme zu dir, wenn alles in Ordnung ist. Nein, Steve, bitte nimm mich mit. Dann komm. Vamos! Was ist denn mit Leon los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Was willst du hier? Lass mich allein. Ihr müsst euch... Oh! Halt die Luft an, wir schaffen das schon. Los! Hier können wir nicht bleiben. Wenn ich den erwische, der mir das Ding verpasst hat, der kann sich auf was gefasst machen. Das habe ich nämlich nicht gerne. Sie sind da. Wie viele? Es reicht. Nur Mut, noch haben sie uns nicht. Ich glaube, es ist aus mit uns. Ich habe keine Angst. Wir haben da hinten ihre Pferde gefunden. Sie können nicht weit sein. Oh, auch Mr. Miller will an der Endrunde teilnehmen. Das ist die letzte Gelegenheit, Gregory. Jetzt müssen wir sie fertig machen. Wissen Sie, dass Sie Ihre Verlobte bei sich haben? Das Luder bringt ihr mir lebend. Mit der will ich noch extra abrechnen. Dieses Schwein!
Gehen Sie in Deckung! Da ist er ja, dem ich die blaue Bohne verdanke, der Warte. Wurst wieder Wurst! McGovern! Ihr habt bald keine Munition mehr! Lass wenigstens das Mädchen raus, oder willst du, dass die auch drauf geht? Ich will nicht, Steve. Ich bleibe hier. Bitte schick mich nicht fort. Hör nicht auf ihn. Ich will bei dir bleiben. Hör mal, Gregory, ich mache dir einen Vorschlag. Mädchen, wie wär's mit einem Duell zwischen uns beiden? Lassen wir die anderen aus dem Spiel. Oder bist du zu feige, auf meinen Vorschlag einzugehen? Ich habe vor dir keine Angst. Nein, Steve. Das darfst du nicht. Du hast keine Chance gegen ihn. Es ist die einzige Rettung. Glaub mir, ich muss es riskieren. Worauf achtest du? Ich bin bereit. Du hast nur einen Revolver und ich zwei. Ich will gern auf diesen Vorteil verzichten. Kann's losgehen? Zeugenaussagen hatte der Richter keinen Zweifel mehr und hat nicht gezögert, mich freizusprechen. Dann bist du also ein freier Mann. Du wirst bald andere Fesseln tragen, Amigo. Sieh mich an, lass dir das eine Warnung sein. Ich werde Tag und Nacht bewacht. Für mich ist es aus mit der Freiheit. Aber ich bin mit meinem Schicksal ganz zufrieden. Dafür sorgt mein Goldstück hier schon. Und die 10 Pompeiros, die sie mir geschenkt hat. Ja.